Herzlich willkommen zu einem neuen Miley Tech Video. Heute haben wir hier ein ganz besonderes Smartphone auf dem Tisch liegen, und zwar das OnePlus Süd. Nord, Entschuldigung. Wie wird es eigentlich ausgesprochen? Nord. Auf irgendwie englischmäßig? Nee, tatsächlich Nord. Also wenn man englischsprachigen YouTubern zuschaut, die sprechen das auch Nord aus. Wir haben hier das OnePlus Nord. Was ihr sofort erkennen könnt, ist, dass es anders als beim OnePlus 8 oder 8 Pro oder auch bei den vorherigen OnePlus Smartphones keine längliche Verpackung ist, sondern eine ziemlich dicke Verpackung. Ja, und vielleicht ist sie nach oben gewandert, ne? Vielleicht sind hier auch zwei Smartphones drin. Mal gucken, wir haben es noch nicht ausgepackt. Wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall muss ich sagen, gefällt mir die Box sehr, sehr gut. Ist wieder ein bisschen was anderes als so die absolute Standardbox mit diesem Highlight hier, diesem farbigen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das ist allerdings kein Indikator für die Farbe des Smartphones, denn, du hast der wunderbare schon hingedreht, wir haben hier die graue Version in der Box und die mit 128 GB internen Speicher. Es gibt auch eine Variante mit 256 GB internen Speicher. Und eine blaue Farbe gibt es noch, oder? Und eine blaue Farbe gibt es, ganz genau. Übrigens, beim Speicher handelt es sich um UFS 2.1 Speicher. Wir haben hier ja auch ein günstigeres Smartphone, denn OnePlus hat endlich mal wieder gesagt, so kommen wir hauen neben den Flaggschiffen jetzt auch mal wieder ein Mittelklasse-Modell raus, einfach ein günstigeres Smartphone. Und zwar haben wir hier ein 400-Euro Smartphone, 399, um genau zu sein, mit der 128 GB Variante und 8 GB DDR4 RAM Version. Ist auch die geringste Version, die ihr kriegen könnt. Genau. Ihr könnt aber auch die 256 GB mit 12 GB RAM euch kaufen für 100 Euro mehr, 499 Euro. Ich traue mich irgendwie gar nicht, die Folie abzumachen. Willst du? Sehr gerne. Okay. Was schon mal wieder schön ist, ist, dass sie es dem Kunden leicht gemacht haben. Es gibt eine Lasche, an der man ziehen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Oh, guck mal, das sieht. Ja. Sieht sehr gut aus. Aber der Anfang ist gemacht und ich glaube, jetzt können wir gemeinsam den Rest aufreißen. Ich reiß auf. Du hast die Ehre heute. Ah, also ohne Folie sieht die Packung nochmal ein Stückchen schicker aus, würde ich behaupten. Gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Auch hier der Instagram-Kanal übrigens, oneplus.nord. Wir haben extra einen eigenen Instagram-Kanal dafür, für die Reihe gestartet. Ich wollte sagen, das deutet darauf hin, dass es nicht das letzte Smartphone sein wird, was den Nord-Namen trägt. Ne? Wahrscheinlich. Die hatten ja auch ein ganz cooles Event gestartet. Das war so ein AR-Event. Ah, okay. Augmented Reality, ja, genau. Für die gerade ins Grübeln kam. Es hat schon irgendwie was, dass die Packung so dick ist irgendwie. Man hört, ja, und auch, dass das jetzt hier so schön blau ist an der Seite, das sieht irgendwie schon sehr, sehr cool aus. Aber nicht dieses typische Rot, ne? Was ja eigentlich bei OnePlus so typisch ja, ist. Ja, und halt auch diese länglichen Kartons, genau. Nicht. Also OnePlus bricht hier mit ein paar ihrer Regeln. Es ist jetzt ja auch, wie gesagt, Neuanfang im Mittelklassebereich, wo sie ja irgendwann schon mal waren als Flaggschiff-Killer. Und ihre Smartphones sind ja zu echten Flaggschiffen geworden. Und jetzt haben wir hier wieder ein Mittelklasse. Ich bin auch mega gespannt, ob das Kabel jetzt dann statt rote Akzente dann vielleicht blaue Akzente hat oder sowas. Ich weiß gar nicht, ist blau jetzt die Farbe für das OnePlus Nord? Ich glaube, auf Instagram war auch relativ viel blau immer zu sehen. Hm. Also hier haben wir schon mal das Smartphone, fühlt sich mega leicht an übrigens. Also ich bin ja eher so die schweren Smartphones gewöhnt. Genau. 189 Gramm? 184 Gramm. 184 Gramm, genau, stimmt. Hier willst du mal kurz mal schon mal die Hand nehmen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein Plastik-Handy in der Hand. Nein, das nicht. Aber das nicht. Zu den Materialien kommen wir gleich noch. So, was haben wir hier noch drin? Oh, also doch ein rotes Kabel auf jeden genau. Fall. Genau, OnePlus bleibt sich treu. Das ist ein USB-A auf USB-C Kabel. Und können wir auch gleich uns das Netzteil anschauen. Warp Charge. 30T, also 30 Watt sozusagen. Genau. Wireless Charging gibt es hier bei der Mittelklasse leider Gottes mal wieder nicht, wie wir es auch von anderen Mittelklasse-Smartphones kennen. Es wäre schön, wenn in der Mittelklasse auch mal Wireless Charging mehr... Ich hoffe, es ist bald Einzug hält, genau. Aber 30 Watt ist auf jeden Fall schon mal ordentlich schnell und trotzdem wieder schön verpackt, kann man nur sagen. Die Verpackung ist leer eigentlich dann, oder? Das ist der Rest. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch was in der extra Schachtel hast. Zum einen ein Welcome-Letter in Blau auch. Mhm. Ich mag das Blau irgendwie. Ja. Türkis. Ich würde es als Türkis bezeichnen, aber... Eine Hülle haben wir hier auch wieder typisch. Schauen wir nochmal. Oh, die ist aber auch anders. Hier steht nicht Never Settle drauf, was man sonst hat, sondern, ich weiß gar nicht, ist das ein Teil des Buchstabens oder so angeschnitten? Ich habe keine Ahnung, was das... Ja, vor allem, weil jetzt hier unten so leer gehalten wurde. Ne? Also vielleicht sieht man hier irgendwie was. Gucken wir auch gleich. Gucken wir gleich. Machen wir erstmal weiter auf.
Und haben noch ein paar Sticker. OnePlus Nord Sticker. Das macht OnePlus ja mittlerweile auch sehr gerne, dass sie Sticker mit hineinpacken und das übliche. Quick Start Guide und sogar noch ein High SAR Value. Ach, haben sie sogar hier raufgeschrieben. Eigentlich wollten wir es ja nicht mehr erwähnen, wollten es ja nur noch einblenden, oder? Haben wir abgesprochen. Aber jetzt, wenn ich gerade hier schon sehe. Am Kopf 0,90 Watt pro Kilogramm und am Körper 1,27 Watt pro Kilogramm. So. Also völlig im grünen Bereich. SIM-Kartennadel haben wir übrigens auch noch am Start natürlich. Gucken wir auch gleich mal rein, ob wir dann dort zwei Nano-SIM-Karten und vielleicht sogar noch eine Speicherkarte reinpacken können. Ich habe den Karton aufgerissen. Du willst vielleicht die Folie vom Smartphone entfernen? Kann ich gerne machen. Wir räumen mal kurz hier alles ein bisschen weg. Wir sehen direkt auf der Folie schon, dass wir hier einen Fingerabdrucksensor im Display haben. Und zwar, ja, die Position ist vielleicht wieder ein Ticken zu weit unten, aber gucken wir mal gleich, wenn wir das aufgemacht haben. Ansonsten sehen wir noch auf der Folie die Sachen, die wir uns gleich in Ruhe angucken. So, hier haben wir grau, was wieder ein bisschen bläulich aussieht fast, oder? Obwohl, nein, es könnte grau sein. Von meiner Perspektive sieht es grau aus, aber es hängt wahrscheinlich auch wieder davon ab, wie das Licht drauf fällt. Aber ansonsten, wenn wir jetzt hier die Hülle rummachen, dann ist es einfach nur halt für die Optik. Ja. Und auch fest sich auch ein bisschen, okay, doch, hat ein bisschen Grip quasi ein bisschen mehr mit der Hülle. Wir haben hier auch die Möglichkeit, einen USB-C-Anschluss zuzumachen, wenn wir wollen. Aber es nervt natürlich auch mal ein bisschen, wenn man es dann laden will. Vor allem, da man halt nicht kabellos laden kann. Ich finde, wenn man kabellos laden kann, wäre so eine Lasche an einem Ladeport für mich unproblematisch. Aber wenn ich nicht kabellos laden kann, dann nervt mich das, weil ich muss es eh jeden Abend laden. Wir haben 1, 2, 3, 4 Objektive im Kamerabumper. Guckt ein bisschen raus, aber gar nicht allzu stark, finde ich. Ja, es ist okay. Und wir haben einen 48 Megapixel Hauptsensor von Sony IMX586. Dann haben wir auch noch 2 Megapixel Makroobjektiv, einen Tiefensensor mit 5 Megapixel und 8 Megapixel Ultraweitwinkelsensor. Ganz genau, die sind hier verbaut. Ansonsten haben wir Gorilla Glass 5 hinten, Gorilla Glass 5 vorne. Ich versuche schon mal direkt das Smartphone anzuschalten, da kannst du schon mal hochfahren. Während wir uns zu weit angucken, wir haben eine Displayschutzfolie schon draufgeklebt. Wir sehen, dass wir zwei Frontkameras haben, also doppelten Punch-Hole sozusagen. Mit welchen Kameras nochmal? Eine 32-Megapixel-Kamera auch mit einem Sony-Sensor und auch hier gibt es eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Ich hoffe übrigens, falls ihr OnePlus interessiert seid, dass ihr schon unser Vergleichsvideo gesehen habt, das wir vor kurzem veröffentlicht haben. Das OnePlus 8 haben wir antreten lassen gegen das OnePlus 8 Pro. Da ist das jetzt eine sinnvolle Erweiterung mit dem OnePlus Nord auf jeden Fall. So, wir gehen einmal ganz kurz um das Smartphone herum. Wir haben rechts den Power-Button, dann darüber den Alert-Slider. Also das heißt, wir können hier wieder auf lautlos, Vibration oder halt laut wechseln. Innerhalb sehen wir auch hier ganz gut, vibrieren, lautlos und Klingelton halt. Dann haben wir oben ein Mikrofon. Ja, ein Mikro, genau. Lautstärkewippe an der linken Seite und ein SIM-Kartenschacht auf der Unterseite, ein weiteres internes Mikrofon, USB-C-Anschluss und ein Lautsprecher. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir Mono oder Stereo haben, hören wir uns gleich an. Wir können aber auch mal in den SIM-Kartenschacht hineinschauen, wie viele SIM-Karten man hier reintun kann. Scheinbar nur Dual-SIM, oder? Ja, ich gebe dir voll und ganz recht. Dual-SIM-fähig ist es. Aber was mir am Rahmen noch auffällt, er ist ja wunderschön glänzend und sieht metallen aus, aber er fühlt sich nicht kalt an. Und wir haben keine Antennenlinien, was ziemlich sicher darauf hindeutet, dass es sich um einen Kunststoffrahmen handelt. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, also es fühlt sich jetzt deswegen nicht so an, als ob es sich verbiegt oder ähnliches. Aber wer Wert darauf legt, dass es, sein Smartphone einen Metallrahmen hat, wird beim OnePlus Nord diesen leider nicht vorfinden. Hier handelt es sich um einen Kunststoffrahmen. Und beim SIM-Kartenschacht haben wir übrigens auch gerade noch gesehen, dass wir eben auch keine Speichererweiterung hier einlegen können. Ansonsten gehe ich mal ganz kurz hier durch die Einstellung durch und wir richten das Smartphone auf die Schnelle mal ein. Ich bin hier einfach mal überall dabei. WLAN haben wir jetzt auch eingerichtet, jetzt sucht er nach Updates. Mal gucken, ob er ein cooles Update findet. Nein, ich will nichts kopieren, ich will ein komplett cleanes Smartphone. Wir wollen ja auch gucken, ob hier irgendwelche Drittanbieter-Apps drauf sind. Dann sind wir jetzt auch schon beim Punkt Verwenden des Fingerabdrucks angekommen. Da werde ich jetzt einfach mal meinen Fingerabdruck einspeichern und dann können wir auch gleich die Position. Ja, okay. Die Position ist sehr weit unten irgendwie. Sehr südlich für ein Nord-Smartphone. Stimmt. Wobei, wir haben ja auch eher ein kleineres Smartphone hier, ne? 6,44 Zoll ist das. Ganz genau, stimmt. Zum Display haben wir noch gar nicht so viel gesagt, können wir an der Stelle ganz kurz einwerfen. Also, Fingerabdrucksensor ist unter dem Display, es handelt sich um ein AMOLED.
6,44 Zoll, wie Chai schon gesagt hat, und Full HD Plus Auflösung. Genau, also kein QHD, wie wir es sonst von den Flaggschiffen kennen. Ja. 90 Hertz. 90 Hertz hat es trotzdem. Also ich finde, es schlägt sich schon sehr, sehr gut von den Werten her. Man sieht aber auch hier schon das große Punch-Hole durch die zwei Frontkameras. Haben wir hier natürlich einen größeren Cutout. Ui. Dun, 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 dun. Schicker Hintergrund, fällt mir da mal direkt auf. Das war auch gerade mein erster Eindruck, war das auf jeden Fall auch. Und wir sehen, Pipes sind auf jeden Fall schon vollständig. Ich sehe sowas wie Netflix darum kriechen. Also OnePlus bringt euch ein bisschen Zusatz-Apps mit, Instagram, aber es ist noch überschaubar. Ja, also die ganzen Google-Apps halt logischerweise, Instagram, Netflix. Und ja, das war es eigentlich schon. Also nicht so viel. Genau, es müsste Android 10 sein, ne? Wir können ja einmal ganz kurz schauen. Wir haben NFC übrigens, wo ich es gerade hier schon mal sehe. Genau, also mobiles Zahlen ist damit auf jeden Fall möglich. Bluetooth 5.1, da sehen wir schon, dass wir die Oxygen OS updaten können auf die Oxygen OS 10.5.3. Das mache ich einfach auch mal schon mal schnell hier, lade es herunter. Wir haben Android 10, genau, mit Android Version N10. Was sehen wir hier auch gerade noch? Stimmt, den Snapdragon 765G, denn das ist hier ein 5G-Smartphone übrigens. Ja. Und der 765 ist wirklich nicht schlecht. Das obere Mittelklasse. Absolut, das ist schon sehr solide. Wir haben auch schon was zum Arbeitsspeicher gesagt. Wie gesagt, DDR4X, 8 GB oder 12, je nach Ausführung. Ansonsten läuft auf jeden Fall schon mal sehr flüssig. Also die 90 Hertz sind auf jeden Fall wieder... Entschuldigung, ich benutze den Alerts leider und mache es jetzt aus. Die 90 Hertz sind auf jeden Fall wieder sehr flüssig und das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Es ist halt in der Kamera für euch immer schlecht rüberzubringen. Also man sieht übrigens auch, dass der Bildschirm richtig schön hell wird. Die Kamera verkraftet das schon mal gar nicht. Ja, das stimmt. Deswegen drehen wir es jetzt ein bisschen runter. Jetzt müsst ihr das noch ein bisschen besser sehen können. Also für 399 Euro habt ihr ein gutes Display. Einen soliden Prozessor. Ja, genau. Ich finde auch die Optik irgendwie eigentlich ganz nice. Ist natürlich eine glänzende Rückseite, also Fingerabdruckmagnet auch wieder ein bisschen. Aber trotzdem, es liegt irgendwie auch schön in der Hand. Es wiegt nicht zu viel, finde ich. Mhm. Auch nicht zu wenig. Der Fingerabdrucksensor können wir auch mal ganz kurz testen. Ja. Genau. Also der Fingerabdrucksensor ist OnePlus-typisch auf jeden Fall sehr flott wieder unterwegs. Sehr schnell, ja. Bin zufrieden. Mhm. Nur ein bisschen tief. Also ja, die Position. So von der Haltung her, ich habe immer Probleme, wenn ich so weit nach unten greifen muss. Ist ein bisschen unnatürlich. Vom Gefühl her, aber ich werde jetzt kein Konto hinzufügen, vom Gefühl her, gerade bei der Entsperrung ist, glaube ich, ja, der Vibrationsmotor gefällt mir auch. Der ist auch OnePlus-typisch angenehm und ja, doch, der ist gut. Würde mir aber gerne noch einmal kurz die Kamera-App angucken. Ich finde, das ist ja immer mit eins der wichtigsten Kriterien. Zu der Hardware haben wir euch auch schon ein bisschen was gesagt. Wir können ja einmal kurz in die Modi gucken, was wir hier haben. Ich glaube, es gibt genug Modi auf jeden Fall schon mal. Es ist jetzt nicht eine minimalistische Kamera-App. Also wir sehen hier Zeitraffer, Panorama, Zeitlupe, Video, Foto, Porträt und Nachtaufnahme. Die Nachtaufnahmen bei OnePlus waren erstaunlich gut. Ich würde sagen, wir testen mal so wenigstens die Grundfunktion einmal schnell. Es soll ja trotz all dem nur ein erster Eindruck sein. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal mit einem Standardfoto an. Ja, können uns das jetzt einmal angucken. Ja, ist okay. Also ja. Ist ein solides Bild. Ne? Also Sony 586 und der macht an sich ja auch wirklich gute Bilder. Es ist genau. Auch schon ein bisschen älter, der Sensor, aber der macht gute Bilder. Ich finde auch den Bokeh irgendwie ganz schön, also den Tiefeneffekt, genau. Der automatisch hier ausgelöst wird. Wir gucken mal, ja, der sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also der Android wird hier gut ausgeschnitten, auch hier oben an seinen Fühlern. Ja, das scharf ist auch, man sieht ein bisschen Staub auf der Stirn. Genau, und geht auch nach hinten hin, wird der Unschärfe-Effekt stärker, habe ich hier in einem. Das sieht man ja anhand der Linien hier auf dem Tisch sehr, sehr gut. Die Farben sind natürlich, finde ich, jetzt nicht überfettigt oder so. Ich würde sagen, es ist schon fast ein bisschen blass, aber das ist mir persönlich immer lieber. Vielleicht gibt es hier noch... Genau, man kann übrigens in 48 Megapixel Fotos schießen oder eben auch in 12 Megapixel. Dann kommt wieder Pixelbinding zum Einsatz, damit das ein bisschen lichtstärker ist. Ah, das ist der Super-Makro-Modus. Es gibt den Super-Makro-Modus. Wie gesagt, es gibt halt die Möglichkeit, hier 2 Megapixel Makrofotos aufzunehmen. Sind wir beide keine großen Fans von. Ich glaube, da wird uns auch diese 2-Megapixel-Kamera jetzt nicht von überzeugen. Man kann die Staubpartikel ganz gut erkennen, aber 2-Megapixel-Makro-Kamera, da kann das OnePlus 8 Pro wesentlich mehr überzeugen. Ansonsten haben wir halt oben noch rechts die Möglichkeit, auch Filter auszuwählen, verschiedene. So, ich würde sagen, wir schauen uns aber auch nochmal den Videomodus an. Hier gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten und eine ganz interessante Besonderheit. Wir haben hier 4K 60 FPS, aber nicht auf der Rückseite, sondern mit der Frontkamera. Da können wir mal ganz kurz zeigen, hier in dem Video.
4K30 auf der Rückseite und wir waren jetzt eben schon ganz kurz verwirrt, aber die Frontkamera kann 4K60. Und auch der Videomodus bietet besondere Funktionen für Videocreator, sowas wie ein Histogramm kann man sich anzeigen lassen, damit man die Belichtung besser hinbekommt. Finde ich schon mal sehr, sehr cool, dass das da drin ist. Und dabei fällt mir auch gerade noch ein, dass hier die Hauptkamera auch OIS und EIS stabilisiert ist. Das heißt, die Videos werden auch wahrscheinlich OnePlus-typisch wieder gut stabilisiert sein. Wir haben auch einen super stabilen Modus auch wieder am Start, der, mal gucken, vielleicht dann nicht mit 4K Super Stable unterstützt 4K30. Ja doch, okay. Das heißt, man kann auch mit 4K30 super stabil auswählen. Ansonsten gab es ja auch schon andere Smartphones, wo das nicht möglich war, wo nur 1080p möglich war. Ich bin gespannt, ich freue mich schon drauf auf den Test, ob es dann wirklich so super stabil ist. Und falls ihr wollt, könnt ihr dann bei mir die Review euch anschauen. Ja, ansonsten haben wir zum Videomodus auch schon alles verraten. Fast. Mir ist noch aufgefallen, man kann natürlich aus zwei Objektiven noch wählen, wenn man nicht den Super-Stabilisierungsmodus nutzt. Man kann auch Videos in Weitwinkel aufnehmen. Leider gilt das nicht für die Frontkamera. Dort können wir nur das Standardobjektiv nutzen. Hängt wahrscheinlich auch mit den 4K 60fps zusammen. Aber im Fotomodus passen wir momentan beide nicht drauf. Es sei denn, wir kuscheln. Jetzt. Aber im Weitwinkel, da passt das schon viel, viel besser. Das war es an sich komplett zu dem Smartphone, würde ich schon sagen, als ersten Eindruck, oder? Ja, für den ersten Eindruck hoffentlich haben wir alles reingepackt, was euch da erstmal wichtig war. Wie gesagt, das vollständige Review gibt es dann bei Charlie. Der geht dann nochmal in die Details. Auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr vielversprechendes Smartphone für 399 €, was man hier bekommt in diesem Paket. Ist schon mal sehr, sehr beeindruckend. Ich bin gespannt, was du noch alles rausfinden wirst. Auf jeden Fall ein sehr solides Smartphone, finde ich, auch mit dem Prozessor. Ich habe im Gefühl, dass ich, glaube ich, zufrieden sein werde. Aber mal gucken. Ich merke auch, dass es ganz schön warm gerade wird. Aber okay, ist auch heute ein heißer Tag und wir haben auch gerade das Smartphone eingerichtet. Schauen wir uns alles nochmal an, beziehungsweise ich in meinem Test, und dann verrate ich euch das natürlich auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sagt ganz gerne mal unten in den Kommentaren, was ihr zu dem oder was ihr von dem OnePlus Nord haltet, was ihr euch noch so wünscht, vielleicht auch von OnePlus. Da geht OnePlus ja sowieso immer ganz gerne drauf ein, auf die Kundenwünsche. Mal gucken, vielleicht wird es ja dann wahr. Wir hoffen, wie gesagt, dass ihr das Video cool fandet und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal dann auch wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.